Frage des Studiums und der Finanzierung des Bachelors und des Masters ausgehen. Ich möchte Sie ermutigen, die noch tieferen politischen Dimensionen der Fehlentwicklung der letzten Jahre anzugucken. Ich glaube, dass die Unterordnung der verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche, insbesondere eben auch von Bildung und Wissenschaft, aber auch zum Teil von Politik unter ökonomische Rentabilitätsgesichtspunkte ein zentraler Fehler war. Und das hatte nicht etwas mit dem Bild von einer Person zu tun, ich will das auch nicht moralisch beurteilen, sondern das ist schon systemisch begründet. Und die völlige Verabsolutierung des Wettbewerbsprinzips, eines nicht geregelten Wettbewerbs und Übertragung des Wettbewerbs aus der Wirtschaft in alle anderen Bereiche, hat in meiner Sicht gerade in Bildung und Wissenschaft einerseits zu Geistlosigkeit und andererseits auch zu Angst geführt und zu Entsolidarisierung. Und das alles finde ich ziemlich schrecklich. Nun ist es ja immer die Frage, wenn man protestiert, auffällig ist in diesem Fall, dass so viele Verantwortungsträger, die bisher nicht so laut als Bologna kritisiert haben, plötzlich das alles so gut finden, dass sie da so protestieren. Das ist ja eine sehr komische Sache. Und man muss jetzt schauen, was man weiter daraus macht. Ich will Ihnen da überhaupt gar keine Ratschläge machen, auch wenn ich altersmäßig eine 68erin bin, aber einige von Ihnen mögen wissen, dass ich damals, wie auch heute, zu den Reformern gehörte und das war damals rechts außen, damit Sie sich da keine Illusionen machen. Aber ich denke, bevor irgendwelche schon politischen Entscheidungen getroffen werden, ist es wirklich gut und wichtig, dass Sie aus Ihren Erfahrungen mit Ihrem Lebenshorizont wirklich tiefer gucken, was alles an dieser Art von Bildung und zwar auch mit Essen der Wissenschaft, und das fängt ja sehr früh an, schief läuft. Zum Beispiel, dass wir seit 20 Jahren immer fort über Elite reden, immer so tun, als hätte man nicht über Elite reden dürfen, dabei durfte man die ganze Zeit über Elite reden. Und dass man jetzt wieder für die besten Stipendien raussuchen will, so als ob man erstens genau festlegen könnte, wer denn die Besten sind. Also die Besten, die uns auf dem Finanzmarkt so gut bedient haben, waren offenbar nicht die Besten für die Stabilität des Systems. Und das haben die Besten. Dass man im Grunde dann die anderen wieder außen vor lässt und auf diese Weise, weil wir auch wissen, dass die Guten sehr stark begünstigt sind aus ihren sozialen und familiären Herkünften. Also man bekräftigt nochmal damit Ungleichheit. Und das finde ich schon ziemlich schlimm. Das finde ich nicht gut erträglich. Ich möchte Sie jetzt da auch nicht lange aufhalten, sondern einfach Sie, Ihnen danken dafür, dass Sie sich mit den anderen zusammentun und sagen, es geht so nicht weiter. Sie einladen, die Kritik tiefer als nur in rein technischen Regelungen zu sehen. Also die Tatsache, dass zum Beispiel Leistungen, obwohl Bologna wollte, dass die Leistungen im internationalen Austausch anerkannt werden, dass sie vielfach nicht anerkannt werden, hat ja was mit dieser Verabsolutierung des Wettbewerbssystems zu tun, weil die Hochschulen sich eben als besser bieten als die anderen und deswegen nicht so ohne weiteres irgendwelche anderen akzeptieren wollen. Also schauen Sie sich das, wenn ich das sagen darf, an, dass Studiengebühren abgeschafft gehören, finde ich sowieso. Zeichensystem, das wüsste ich zunächst mal nicht, was das bedeutet. Aber
es zeigt, wie unglaublich diszipliniert Sie sind, herrlich, aber dass Sie auch, bitte haben Sie auch Spaß, aber das sieht man Ihnen an, Sie haben Spaß, ohne Spaß geht es schon gar nicht. Und ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Glück und viele konstruktive Ideen. Das kann ich wirklich verbleiben, das zu sagen. Alles Gute.